und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Thomas. Und hier ist die Janine. Hallo. Ja, hallo Janine und hallo Zuhörer, Zuschauer. Herzlich willkommen zum NLP Erleben Podcast, wie immer. Ja, in dieser Folge geht es um das Thema schnell abnehmen. Ist ein bisschen dein Thema, gell? So, von dem würde ich, oder? Also das ist für mich natürlich ein total spannendes Thema, weil Gesundheit, gesunder Körper, dazu gehört natürlich auch Bewegung, gesunde Ernährung, schlank sein. Mhm. Weil in einem schlanken Körper, der gut funktioniert, können wir auch gesund sein. Also es gehört für mich einfach zusammen. Ja. Und bin ich total gespannt, wie wir schnell abnehmen können durch NLP. Erzähl doch mal, Thomas. Okay, also die erste Frage wieder, Totmodell an der Stelle, was ist das Ziel? Ja, kommt jemand und sagt, ja, ich möchte gern 5 Kilo abnehmen, möchte gern 7 Kilo abnehmen. Sage ich, kein Thema, können wir machen. Welchen Arm brauchst du weniger, den rechten oder den linken? Genau, einfach ausschneiden. So, ja, so ein Arm, ungefähr 5 Kilo, ja, kann ich mir vorstellen, okay. Ja, aber das ist nicht das, was die Leute wollen. Und ich bin wirklich ein Fan davon, bevor wir in die Details gehen und das alles klären, erstmal zu checken, haben wir das richtige Ziel? Mhm. Ja, und deshalb, die erste Frage ist eigentlich die, warum will jemand überhaupt abnehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe Klienten gehabt, die sagen dann, ja, weil ich die Treppe hochkommen möchte, ohne außer Atem zu sein. Oder weil ich wieder in meine Kleider passen möchte. Okay. Oder weil ich zu meiner Hochzeit schlank sein möchte und gut aussehen möchte auf den Fotos. Okay, also das sind sozusagen die Gründe, die die Leute anführen, warum sie sagen, dass sie abnehmen wollen. Also das, was an der Oberfläche an der Stelle ist. Ja? Wenn jemand sagt, der möchte die Treppen wieder hochkommen, dann geht es eigentlich ums Thema Fitness. Ja, also ist die Frage, haben wir das richtige Ziel an der Stelle? Wenn jemand sagt, ich möchte wieder meine Klamotten passen, okay, kannst du auch neue Klamotten kaufen. Ja, also ist die Frage, woher kommt das, dass sozusagen ein Zustand für immer gelten muss? Ich glaube, dass die Menschen, die haben einfach ein Bild vor Augen, was sie gern haben möchten. Ja, und das ist sozusagen das, was ich gerne erstmal hinterfrage. Also ich habe kein Thema, wenn jemand, also grundsätzlich, ja, wenn du mich anguckst, ich bin, was das Thema betrifft, zum Glück außen vor. Ja, bei mir ist es tatsächlich eher die andere Richtung. Ich darf eher ein bisschen gucken, dass ich mein Gewicht halte, also nicht so sehr nach unten gehe. Ja, ich muss genügend essen, um sozusagen das Gewicht zu halten. Okay, ist ein anderes Thema. Aber ich höre das natürlich durchaus sehr häufig, dass die Leute sagen, ja, ich will mal wieder abnehmen und so weiter. Ist ja erstmal alles schön und gut. Ja? Nur die Frage, und die möchte ich an der Stelle wirklich geklärt haben, warum möchte denn jemand abnehmen? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass sehr häufig dieses Ding halt von außen kommt und nicht von sich selbst heraus. Ja, die Leute sehen irgendwie die fotogeshoppten Models, sie sehen irgendwelche, ja, Filme, was auch immer, ja, also die Botschaften von diesem, so hast du zu sein, so hast du auszusehen, die sind ja wirklich permanent da. Und deshalb ist die Frage, will jemand einem Ideal entsprechen, das uns verkauft wurde, weil sich damit Geld verdienen lässt? Oder aber hat jemand tatsächlich irgendwelche körperlichen Bedürfnisse, wie auch immer? Und das sind für mich zwei sehr unterschiedliche Themen. Und von dem her, das erstmal zu klären, finde ich erstmal unglaublich wichtig. Meinst du, es wäre auch möglich, dass jemand sich wieder nach ein Stück in der Vergangenheit sehnt und sagt, okay, damals war alles besser und alles besser war, da war ich halt auch schlank. Genau. Und deswegen wird wieder schlank. Wenn er schlank ist, dann hat er die alte Zeit wieder, aber es wird vermutlich nicht funktionieren. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite, und da bin ich natürlich auch sehr bei dem Thema, was ja dein großes Thema ist, mit dem du dich hier beschäftigst im Coaching, ja, Gesundheit. Und wenn sozusagen Übergewicht dem Ganzen entgegensteht, dann halte ich es grundsätzlich auch für eine gute Idee zu sagen, okay, lass uns mal das Ziel definieren. Und da gehört Gewicht und Abnehmen sicherlich dazu. So, vielleicht sprechen wir aber jetzt tatsächlich nochmal konkret über die Dinge, was können wir im NLP denn überhaupt machen, ja, um diesen Weg sozusagen zu beschleunigen oder sicherzustellen, dass jemand diesen Weg überhaupt geht.
Weil ich glaube, das sind die spannenden Fragen für unsere Zuschauer, Zuhörer, die speziell die das Thema eben interessiert und nicht nur die Thematik NLP allgemein interessiert, für die auch. So, und ja, was können wir tun? Ich möchte ein paar Hinweise und Ideen an der Stelle geben, womit wir uns an der Stelle beschäftigen. Das Erste, wir hatten es gerade eben schon angesprochen, ich brauche ein klares Ziel, ich muss wissen, wo es hingeht, ich muss dieses Ziel wirklich ja, exakt haben. Das Zweite ist, ich muss wissen, wie komme ich zu diesem Ziel. Das ist jetzt der nächste entscheidende Punkt. Und da haben wir natürlich wieder aus dem Modell von NLP unsere gesamte, ja, unseren gesamten Werkzeugkasten, unsere gesamte Baukiste, wo wir Dinge mitmachen können. Ja, das fängt an mit Submodalitäten, Thema Anker natürlich extrem wichtig. Ich brauche Anker, die mich davon abhalten, Dinge zu tun, die mein Ziel ja, erschweren oder mich vom Weg abbringen. Ich brauche Anker, die mich zu dem Ziel hinziehen, hinbringen, je nachdem, was der Kontext jetzt ist. Da geht es im Speziellen natürlich um die Verhaltensweisen. Ja, ich kann hier über die Strategien den Code sozusagen wirklich definieren, den jemand braucht, um das Ziel zu erreichen. Und in der Regel sind das ja durchaus ein ganzes Set an Verhaltensweisen, die wir brauchen, um das Ziel zu erreichen, erstmal egal welcher Kontext. So, und dann habe ich natürlich als nächstes auch noch die sprachliche Ebene, die durchaus sehr relevant sein kann. Wie rede ich innerlich mit mir? Ja, weil wir sind hervorragende Überzeuger, wir sind hervorragende Motivatoren. Ja, nur leider verwenden wir das Zeugs gerne, um in die Richtung zu gehen, die uns dann langfristig überhaupt nicht gut tut. Ja, und das sozusagen auch wieder umzudrehen und für mich arbeiten zu lassen, finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Bestandteil. Also meinst du jetzt sowas wie die Motivation, auf der Couch zu bleiben und Netflix zu schauen? Ja, zum Beispiel. Also da sind sehr viele Leute extrem gute Motivatoren, sich dazu zu motivieren. Ja, Ja, genau. oder zum Kühlschrank zu gehen oder die Chips und die Süßigkeiten zu essen. Da haben die Leute hervorragende Motivationsstrategien, ja, oft aus dem Fernseher und ähnlichen Geräten. Ja, das sitzt. Okay, was würdest du denn jetzt machen, um statt auf der Couch zu liegen, lieber Sport zu machen? Naja, also das ist ja erstmal die Frage wiederum nach dem Ziel. Ja, also erstens, ist Sport die richtige Entscheidung oder gehen wir eine Ebene höher, geht es eigentlich nur um Bewegung? Ja, wenn jemand Sport hasst und sagt, ich muss jetzt Sport machen, um abzunehmen, das ist eigentlich der Anfang vom Ende. Ja, weil damit generieren die Leute ja schon etwas, was gegen sie arbeitet. Und das würde ich an der Stelle tatsächlich schon mal hinterfragen und sagen, okay, worum geht es? Wenn jemand sagt, okay, ich möchte Sport machen, dann okay, was machst du? Gehst ins Fitnessstudio, gehst du laufen, was auch immer, okay. So, und dann muss ich aber sicherstellen, dass die Person die entsprechenden Strategien hat, das dann auch wirklich machen zu können. Da spielen auch die Metaprogramme, hatte ich vorher noch nicht erwähnt, nochmal eine ganz entscheidende Rolle, weil die Metaprogramme richtig eingesetzt für uns arbeiten, falsch eingesetzt gegen uns arbeiten. Ja, und die in Kombination mit den Strategien, ja, werden dann dafür sorgen, dass derjenige dann auch die Dinge macht, die dann dazu führen. Kannst du vielleicht ein ganz konkretes Beispiel mal bringen? Ich nehme an, du meinst jetzt sowas wie weg von und hinzu und dann in Kombination mit zum Beispiel, ich will schlank sein und suche jetzt eine Strategie, die dann dazu hinführt. Aber kannst du das vielleicht an einem kleinen Beispiel festmachen? Ja, ich guck mal, ohne da zu viel Fachjargon für Uneingeweihte zu verwenden. Natürlich, also das Metaprogramm weg von hinzu, was sicherlich erstmal das allgegenwärtigste und wichtigste dabei ist, ist absolut entscheidend. Das heißt, ich muss genügend positive Gefühle mit dem Erreichen des Zieles verknüpfen, ja, und nie genügend negative Gefühle mit dem von dem Weg abzuweichen. So, und das kann ich natürlich mental, indem ich mir vorstelle, die entsprechenden Dinge zu machen, da vorher vielleicht die Anker bauen, weg von hinzu Anker, also positiver, negativer Anker, und dann die entsprechenden Anker bauen und dann kann ich diese Strategie mental machen für denjenigen dann mehrmals dadurch, bis ich merke, das Gehirn hat es kapiert, hat die entsprechende Datenautobahn gebaut und dann ja, geht es in den Praxistest. Genau, ob es auch dauerhaft funktioniert. Wobei die meisten wollen ja am liebsten eine 2 Wochen Diät machen. Jo. Also
2 Wochen ein Programm durchziehen und dann wieder normal essen. Normal. Ja, das finde ich an der Stelle, und da kommen wir wieder zu dem Scherz am Anfang des Podcasts, ja. Okay, 5 Kilo verlieren, das kannst du in 2 Minuten. Ja, Arm ab, zack, Thema erledigt. Aber das ist nicht das, was sie wollen, ja. Und jemand, der sagt, ich mache 2 Wochen eine Diät und danach gehe ich wieder zurück zu meinen alten Verhaltensweisen, das ist in meiner Welt ein bisschen zu kurz gedacht. Ich meine, jeder darf das entscheiden, ist jetzt nicht das, ich das beurteile oder so, aber mein Job ist es, darauf hinzuweisen. Ja, und gerade die kurzfristigen Geschichten sind ja nicht das, was in unserem Leben den guten Erfolg bringt. Und da darf ich einfach mehr denken, mehr Fragen stellen und vor allen Dingen dann mehr definieren, wo soll die ganze Geschichte hingehen. Das Tolle ist ja, wenn man das schafft, die Strategien, die Anker zu bauen und das umzusetzen, bildet sich ja eine Gewohnheit. Und wenn man das mit der einen Sache geschafft hat, schafft man das ja in jedem anderen Lebensbereich auch. Also der Effekt ist ja dann nicht nur auf das Abnehmen oder die Ernährung oder was auch immer, sondern das betrifft ja dann gleich mehrere Lebensbereiche, die davon bereichert werden. Das ist eigentlich total cool. Ja, richtig. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Darum geht es für mich im NLP auch immer, dass wir dem Unterbewusstsein beibringen, Strategien zu verwenden, die für uns arbeiten. Und da fangen wir in einem Bereich an, sei es jetzt abnehmen, Sport machen, gesunde Ernährung, den Schreibtisch aufräumen, egal, whatever. Ja, Dinge, die die Person für sich definiert hat, als das ist gut, wenn es in meinem Leben passiert. Und dann passieren sozusagen unbewusst auch in anderen Bereichen Veränderungen. Ja, und das ist im Endeffekt dann, da wird es dann richtig cool, wenn das Ding anfängt, sich positiv zu verselbstständigen. Und das ist für mich immer ein Ziel von dem, was wir im NLP machen. Sehr schöner Gedanke zum Abschluss und ein tolles Thema. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich freue mich aufs nächste Mal wieder. Ja, ich danke dir, Janine, dem Zuhörer, Zuschauer, wie immer. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas. Und deine Janine. Ciao. Tschüss. Das war der Podcast von NLP Erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.